Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen sehr, sehr, sehr spontanen DM-Haul für dich, wo ich aber irgendwie ziemlich coole Neuheiten entdeckt habe. Also manchmal macht es doch irgendwie Sinn, spontan im DM einkaufen zu gehen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auch in diesem Video wird es wieder was zu gewinnen geben, denn ich habe immer mal wieder an euch gedacht und dieses Mal halt auch. Ne? Ich brauchte nur Toilettenpapier, also und das ist leer gegangen bzw. aufgebraucht worden. Das ist dieses hier von Shea. Das habe ich nachgekauft, weil du mit jeder, hier, eine Rolle spendet einen Tag Toilettennutzung. Ne? Und das fand ich irgendwie toll und ich finde diese Rolle auch total niedlich bedruckt. Irgendwie 100% Poposivität und so ein Kram, also das ist schon ziemlich geil. Das war der eigentliche Grund, weswegen ich in den DM reingegangen bin. Jo. Und jetzt gucken wir mal, was noch so in meinem Korb gelandet ist. Zum einen habe ich so direkt am Anfang, als ich halt reingekommen bin, so einen Ständer gesehen. Und da waren diese hier drin. Das ist von Balea eine Tuchmaske Be Frosty. Das ist diese hier. Und ich stehe auf Tuchmasken, ich stehe auf Pinguine, deswegen musste die mit. Also da führte gar kein Weg dran vorbei. Und ich habe zwei mitgenommen. Eine für dich, eine für mich. Das heißt, eine davon geht in die Verlosungsbox für jetzt hier im Video. Genau, intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Orangenextrakt. Und das ist für jeden Hauttyp und du siehst dann aus wie ein Pinguin-Indianer. Frag mich nicht. Ich werde es auf Instagram teilen, wenn ich sie aufsetze, wahrscheinlich heute Abend. Ist eine Limited Edition und ja, ich freue mich da schon arg drauf, muss ich gestehen. Dann bin ich auch vorbeigelaufen an diesen ganzen Ampullen und Konzentraten und so weiter. Und da habe ich mich daran erinnert, dass die liebe Mrs. Rosa Roth, die liebe Vanessa, ständig von diesen Kapseln schwärmt. Von Schäbens die Vitamin C Power Konzentrat Kapseln. Das sind die letzten, die noch da waren. Ansonsten gab es nur noch die von Balea und die wollte ich dann auch mal ausprobieren. Das sind 5 Stück. Finde ich recht wenig eigentlich, ne? Wollte ich mal ausprobieren und dann auch mal gucken, ob sie mir genauso gut gefallen. Dann habe ich etwas gesehen, was so neu ist und was ich halt auch gerade auf den Wimpern trage. Da kann ich dir auch gleich einen Auftrage, wie auch immer, erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht, Video einblenden. Das ist von Essence die Bye Bye Panda Eyes Mascara. Die ist Smudge-Proof Volumizing and Defining. Das ist diese hier. Die trage ich auch gerade tatsächlich auf meinen Wimpern, denn diesen Look habe ich eben mit dir zusammen geschminkt. Und danach drehe ich hier mein DM-Haul. Das ist ein Kunsthaarbürstchen, was irgendwie auch relativ unspektakulär, aber doch irgendwie verheißungsvoll aussieht. Riecht sehr, sehr dezent und angenehm. Und ich war einfach sehr interessiert, ob das wirklich stimmt, dass du dich quasi nur mit Wasser, mit warmem, lauwarmem Wasser dann abschminken kannst und gar nicht irgendwie Abschminkkrams brauchst. Ich meine, bei so einem Augenlook wahrscheinlich schon, aber ne? Deswegen. Und jetzt blende ich dir mal kurz ein, wie das so aufgetragen aussieht von nahem. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, und deswegen, also das fand ich ganz interessant und habe sie deswegen mitgenommen. Das ist jetzt auch eine aus dem neuen Essenssortiment. Also ich wollte mir jetzt nicht das komplette neue Essenssortiment oder so holen, aber das fand ich ganz spannend. Genauso wie auch die Essence Anti-Split File for Thin and Brittle Nails. Also das ist halt eine Nagelfeile, die extrem gut sein soll, halt für dünne und so splissige Nägel vor allem, splitternde Nägel. Und die wollte ich einmal ausprobieren, denn ich hatte ja schon mal gesagt, ich bin auf der Suche nach einer neuen guten Nagelfeile und ja, mal gucken. Ich habe aber irgendwie keine Glasnagelfeile gefunden, die wollte ich mir nämlich eigentlich auch noch holen. Da bin ich irgendwie drüber hinweggekommen. Da hatte ich nämlich die gesehen und dann so, ach ja, nimmst du mal mit. Und dann habe ich mir noch mitgenommen aus dem neuen Essenssortiment die Hallo Berlin Eyeshadow Palette. Da wollte ich eigentlich 2 von mitnehmen, aber die hatten nur noch die eine da. Das ist ein bisschen schade. Denn ansonsten hätte ich die jetzt ganz gerne verlost. Aber ja, ne, die werde ich jetzt auch demnächst mal testen. Ich habe ganz schön viele Lidschattenpaletten hier in diesem Haul. Ja, ne, sind ganz schöne Farben und bin ich sehr interessiert dran. Ich finde dieses Grün ganz cool und diese Schimmerntöne. Ne, das ist halt sehr, sehr alltagstauglich, muss ich sagen. Und die wird auf jeden Fall nochmal mit euch zusammen getestet.
Ja. Aufgrund von, ich hatte irgendwie mehrfach Punkte bei Payback, habe ich mir ein Ghoul-Shampoo mitgenommen. Nicht, dass ich schon 5 Milliarden Shampoos hätte, aber das ist auch so hübsch gewesen. Das ist eine Limited Edition Happy Me Day. Winter Repair Shampoo mit Mandelöl für winterstrapaziertes Haar. Und da habe ich einfach Bock drauf, denn meine Haare sind winterstrapaziert. Und dann wollte ich das mal austesten. Das hat so gut gerochen, als ich das im Laden gerochen habe. Ja, da riechst du halt dieses Mandelöl voll gut raus, ne? Genau, und ich habe da irgendwie keine Spülung zu gefunden, leider, sonst hätte ich mir noch die passende Spülung mitgenommen. Aber jetzt habe ich ein neues Shampoo und das wird dann jetzt im Winter getestet, auf jeden Fall. So, dann bin ich an den Haartools vorbeigegangen und dann ist mir dieser Haarreifen aufgefallen und der musste einfach mit. Das ist jetzt mein neuer Schminkhaarreifen. Da sind Mini-Melonen drauf. Der ist so mintgrün und hat so Mini-Melonenscheiben drauf und ich finde den total großartig. Bei einer Kinderabteilung, ne? Habe ich mitgenommen, fand ich irgendwie süß. Ich meine, ich habe zwar einen ziemlichen Eierkopf, aber irgendwie fand ich den geil. Und ich finde auch, der passt fast schon so allgemein jetzt gerade, weil ich auch so ein mintgrünes Haargummi drin habe und so. Ich könnte es theoretisch so lassen. Irgendwie finde ich es auch cool. Aber irgendwie ist es halt ein Kinderhaarreif, ne? Es ist jetzt halt mein neuer Schminkhaarreif und den fand ich toll. Und deswegen ist er mitgekommen. Dann bin ich am BH Cosmetics Regal vorbeigekommen und da ist mir etwas aufgefallen, was ich vorher noch nie gesehen habe. Und zwar hier. Die habe ich noch nie vorher gesehen. Das ist die BH Cosmetics Zodiac Crystal Lidschattenpalette. Ich habe ja schon die normale Zodiac und die Zodiac Love Signs, die ja irgendwie in letzter Zeit auch reduziert waren und so. Vielleicht gehen die auch aus dem Sortiment, man weiß es nicht. Und die ist jetzt neu. Die habe ich jetzt auch hier auf meinen Augen drauf. Da habe ich euch auch einen Look mit abgefilmt. Ich weiß nicht, welches Video eher online kommt. Der Haul oder das Schminki, das weiß ich nicht. Aber das sind wundervolle Farben. Ich meine ja, die Anordnung ist gewöhnungsbedürftig, aber ich mag auch so gerne die normalen Zodiac und Love Signs Zodiac und Gemini Zodiac Palette von BH Cosmetics sowieso. Naja, auf jeden Fall haben wir hier 12 matte Töne in der Mitte, 12 gebackene Lidschatten, Schimmertöne. Wir haben einen ultra krassen Highlighter, einen riesengroßen Spiegel und so schaut sie von Namen aus. Und wie gesagt, ich habe da ein komplettes Video zu gedreht, wie ich halt diesen Look geschminkt habe, der ja wirklich abgefahren ist, würde ich mal so sagen. Sehr Rainbow-mäßig und ja, wo ich halt auch alles nochmal geswatcht habe, ne? Ich liebe die Qualität und ich kann das wirklich von Herzen empfehlen. Und für 25 Euro so eine Qualität, das ist wirklich krass. Endkrass. Was ich halt auch noch mitgeholt habe, ist das dazu passende Pinselset. Ich bin ein Pinselfreak. Ich weiß gar nicht, wie viele Pinsel ich besitze. Ich will die gar nicht durchzählen. Ich traue mich nicht. Die Crystal Zodiac. Das Crystal Zodiac 12-Piece Brush Set, genau. Habe ich auch im gleichen Video mit euch zusammen getestet und muss sagen, ist okay, aber es gibt definitiv bessere Pinselsets von BH Cosmetics, zum Beispiel das Rose Quartz Pinselset, was ich hier auch bei mir habe, wo ich einfach finde, dass die Pinsel besser zu mir, meiner Schminkroutine und dem, wie ich so anwende, passen. Einfach so, ne? Also so aus dem Reflexionsgedönsen her. Genau, jo. Dann habe ich mir noch Kosmetiktücherboxen mitgenommen. Das sind diese zwei Schätze von Ebeline. Das sind die Recyclingviecher, genau. Das ist einmal hier diese rosane Box, die es da gibt. Und dann hier einmal die grüne. Finde ich beide fein, ne? Mag ich gerne. Werde ich hier sofort eine hinstellen, weil hier habe ich aktuell einfach nur Küchenrolle stehen. Und das ist ein bisschen kratzig, wenn man sich so Lippenstift abmacht oder Swatches. Das tut dann schon ein bisschen weh. Das heißt, da freue ich mich, dass ich dran gedacht habe, die auch noch mitzunehmen. Ich hätte es fast vergessen, Leute. Weil ich für mich so viele Lidschattenpaletten geholt habe, habe ich auch für euch eine Lidschattenpalette mitgenommen. Und da ist mir die hier in die Hände gefallen. Essence Spice It Up. Das ist diese hier. Und die ist ziemlich geil, ne? Die hat sehr, sehr coole, sowohl alltagstaugliche als auch ausgefallene Töne. Ist ein bisschen was von allem. Das ist sowohl eine Herbstpalette, als auch irgendwie eine Weihnachtspalette, als auch eine Alltagspalette. Ich finde die irgendwie ziemlich außergewöhnlich. Und hier steht Spice on my eyes and everything is nice. Ne? Deswegen, die kommt auf jeden Fall auch mit in die Verlosung zusammen mit der Tuchmaske. Ne? Nö, nö, ne? Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht natürlich unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei. So, ein weiteres Produkt, was ich mir geholt habe. Da wird es auch noch ein komplettes Video zu geben. Die muss noch getestet werden. Die stand halt auf so einem Tisch und nur mal so, DM hat bei uns auf jeden Fall
richtig so Schminktische mittlerweile stehen mit einem riesengroßen Spiegel. Dann hast du davor auch so Kosmetiktücher ausliegen und verschiedene Puder und so sind da schon aufgestellt. Und dann kannst du dich im Laden schminken. Ich habe auch schon überlegt, ob das vielleicht eine ganz coole Idee wäre, da mal zu fragen. Luisa Creschen hat, glaube ich, auch mal so ein Video gemacht. Ich schminke mich mit den Testern oder sowas, ne? Vielleicht wäre das gar nicht mal so uncool. Aufgrund meiner aktuellen Hautsituation etwas schwierig. Das wird dann noch etwas dauern. Aber die haben das bei uns so ausgestellt. Und da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich ganz geil. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob du sowas interessant finden würdest. Ne? Ich fände es irgendwie cool. Ich muss nur mal nachfragen. Genau. Auf jeden Fall war auf einem dieser Tische, jedenfalls neben einem dieser Tische, diese Lidschattenpalette. Das ist von BH Cosmetics. Ja, ich bin da leider echt ein Opfer. Die Opalescent oder Opalescent Palette. Opalescent, ich weiß es nicht. Es ist eine 24 Farben Lidschattenpalette mit krassen Tönen. Also die sind super, super geil pigmentiert. Ich habe die da geswatcht, die sah ein bisschen zerstört aus, aber ich habe sie geswatcht. Die Farbe Wish habe ich geswatcht. Ah, jetzt ist sie nicht mehr zu sehen, aber ich hatte eben im ganzen Video, ich habe eben mir richtig nachher nochmal die Arme gewaschen und so weiter, aber ich hatte im ganzen Video hier so einen lila Fleck auf meinem Handrücken. Also wenn man es ganz, ganz, ganz leicht sieht man es noch, ne? Ich habe die heute im Laden geswatcht und irgendwie, die wollte nicht weggehen. Die ist so krass pigmentiert, Leute. Wahnsinn. Ja, ne? Du hast da matte Töne drin, du hast da pastellige Töne drin. Ich finde die irgendwie super ansprechend. Frag mich nicht, warum. Es ist jetzt nicht super ausgefallen, aber ich fand die super schön. Weiß ich nicht. Und weil ich so ein Freak bin, habe ich die mitgenommen. Das ist doch klar. Und die sieht auch so geil aus und ach Mann. Ne? Ja, die durfte dann halt auch einfach mal mit. So. Die haben auch so Valentinstagsaufsteller gehabt, weil es ist jetzt ja am Freitag Valentinstag. Und da habe ich ein bisschen was mitgenommen. Zum einen ist mir das hier in die Hände gefallen. Hier, DM Bio, diese Valentinstags-Herzchen-Nudeln, ne? Irgendwer hatte mir das in die Kommentare reingeschrieben, was man so mit dem Partner macht oder was quasi das Geschenk von einem für den Partner ist. Und da hatte jemand geschrieben, dass sie jedes Jahr diese Herzchennudeln für ihn macht. Ich weiß nicht, ob das genau diese DM Bio sind, aber ne, es sind halt einfach Herzchennudeln. Und da habe ich mir gedacht, dass es doch total niedlich wäre, wenn ich meinen Freund damit am Freitagabend überraschen würde. Ich glaube, der fände das cool. Ich glaube, der würde erst lächeln. Ich weiß nicht, ob es ihm direkt auffallen würde. Ich würde ihn wahrscheinlich auch darauf hinweisen. Aber ne. Aus Hartweizengrieß, ja. Ich hatte schon die Weihnachtsvariante davon. Die war ganz gut. Und jetzt habe ich hier halt nochmal die Valentinstagsvariante. Ja, es gab noch mehr so auf Valentinstags-Style gemacht. Ein richtig geiler Essie-Nagellack. Boah, ist der geil, oder? Wahnsinn, den finde ich ultra cool. Und der ist halt so mit Herzchen jetzt hier so an der Umverpackung. Es ist Valentinstags-Edition, ich weiß nicht. Der ist dann bestimmt sogar noch ein bisschen teurer oder so. Es ist die Farbe Unwrap Me. Unwrap Me, genau. Und die ist so schön. Das ist so ein, ja, Magenta mit Schimmer. Oh, ich stehe auf sowas, ne? So richtig metallic. Das ist voll meins. Das mag ich. Das mag ich richtig, richtig gerne. Und den mache ich mir wahrscheinlich heute Abend drauf oder morgen Abend. Ich weiß es noch nicht, aber ich will ihn mir auf jeden Fall ganz schnell drauf machen, weil ich die Farbe so abgefahren finde. Auch abgefahren fand ich diesen L'Oreal Lippenstift. Die scheinen auch so eine Limited Edition zu haben. Da sind Herzchen drauf. Es gab auch noch die Paradise Ecstatic Mascara in dieser Herzchen-Edition, aber die habe ich stehen lassen, weil da habe ich noch ein Backup von. Das wäre jetzt total dämlich gewesen, noch eine Mascara mitzunehmen. Total dämlich ist aber, dass ich mir diese Farbe mitgenommen habe. Oh, draußen wird wieder gehagelt. Das ist ja super. Heute den ganzen Tag über, ne? Es ist furchtbar. Ich hasse sowas. Ich habe da nämlich tierisch Angst vor. Irgendwas passiert irgendwann und dann gucke ich doof aus der Wäsche. So, das ist aus der Color Riche Reihe, die Nummer 297 Red Passion. So, deswegen, ne? Das ist halt einfach ein Rot und ich habe so viele rote Lippenstifte, aber ich liebe die hier. Also die Color Riche Lippenstifte von L'Oreal. Und das Krasseste an diesem Lippenstift ist natürlich, ich mach mal so, da sind tatsächlich auf dem Lippenstift auch noch drauf Herzchen. Ei, ei, ei. Ich meine, da kannst du nicht nein sagen. Ich habe den auch tatsächlich drauf gemacht, als ich diesen Look geschminkt habe, was natürlich ein bisschen krass aussah, aber ich kann dir mal einblenden, wie es aussah.
ne, das ist halt zu dem Augenlook ein bisschen unpassend, ein bisschen zu heftig, um das mal so zu sagen, weil der Augenlook ist schon laut und dann brauchst du eigentlich leise Lippen, einen zarten Lipgloss oder Lippenpflegestift drauf und das war's. Aber das ist echt endgeil. Ich liebe den Duft, ich liebe es, wie gut der aussieht und wie der hält und es sind Herzchen drauf, ne, furchtbar. Und dann gab es noch eine Postkarte mit dazu, hallo Lieblingsmensch. Finde ich ganz süß, die werde ich dann tatsächlich für eine Verlosung verwenden, vielleicht genau für diese Verlosung, weil ich schreibe euch ja immer Kärtchen, wenn ihr was gewinnt. Genau, lege ich hier für die Verlosung hin. Und last but not least, auch ein Valentinstagsprodukt, Herzchen-Teelichter. 2,25 Euro für 4 Teelichter, das ist nicht dämlich, aber es ist halt so typisch, ne? Siehst du und denkst dir, oh, und dann nimmst du es mit und an der Kasse denkst du dir, oh, das ist ja gar nicht so günstig, ne? Naja, irgendwie ganz niedlich. Ich weiß nicht, ob die überhaupt mit Duft sind. Ich glaube, die riechen nach gar nichts. Aber sind Herzchen-Teelichter. Die kommen dann auf den Tisch, wenn ich die Herzchen-Nudeln mache. Das ist kitschig, aber wir kommen damit klar. Ihr Lieben, das war's. Das war mein kleiner, aber feiner, eskalativer und spontaner DM-Haul. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!